ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass diese DLC-Ideen ziemlich utopisch sind. Ich hoffe dennoch, dass Rockstar Games sich mit diesem Video von mir befassen wird und versucht, so viel wie möglich von diesen Ideen in die Realität umzusetzen, wenn es auch ziemlich unwahrscheinlich ist. Darüber bin ich mir im Klaren, aber ich hoffe, dass die Allmänner, wenn wir so zusammenhalten, wie wir es bisher getan haben, dennoch etwas bewegen können in der Rockstar Games-Szene. Ach ja, Rockstar Games, ich liebe dich. Hey, mein Name lautet heute mit DLCs, die es niemals in GTA 5 geben wird. Rockstar Games sei Dank! Wisst ihr, ich langweile mich einfach nur noch, sowohl im Real Life als auch in GTA 5. GTA 5 ist einfach nicht mehr so töfte wie damals, da geht gar nichts mehr, läuft einfach nichts mehr. Man macht sich vor versammelter Mannschaft einfach nur noch zum Vollhorst, wenn man dieses Spiel spielt und seinen Freunden zeigen möchte. Es ist nichts Neues im Spiel. Also, in der Schule war es wie gesagt auch langweilig, deshalb kamen ja auch die Ideen der Ideen. Wow, dass mir sowas einfällt, ne? Ich kann es echt nicht glauben. Und zwar hatte ich Langeweile, bisschen Sonne hat natürlich auch geschienen auf den Janne-Menschen-Pelz, ich weiß nicht, ob ich deshalb leicht verwirrt bin im Kopf oder ob das wirklich so die Bombenidee ist von mir. Ja, ihr entscheidet einfach mal. Und zwar habe ich mir gedacht, die utopischsten DLC-Ideen liste ich mal auf, die saugeil sind, die das Spiel einfach mal perfekt machen würden in so ein paar einzelne Folgen. Und die werde ich dann nach und nach zu Rockstar Games einschicken. Ich denke mal, ich werde die ersten drei Folgen auch zusammen einschicken, denn da wird doch das Janne-Mensche-Gemüt einfach mal doppelt und dreifach auf den Like hauen. Davon gehe ich mal aus. Und mein Herz schlägt immer einmal mehr bei dieser Sache. Also, bei den DLC-Ideen und natürlich auch bei den Likes. Achso, ob der Like-Button im letzten Video bei euch kaputt war, ob der nicht funktioniert hat, habe ich gefragt. Nee, der ging? Ihr wart einfach nur zu faul? Ja, würde ich mal sagen, liken wir jetzt, machen wir eine kurze Pause und dann geht's direkt los. Also gut, ihr kennt vermutlich alle My Franklin, das ist einfach der übelste Bautz. Warum ich ihn so beneide, ist ganz einfach. Der hat die fetteste Villa mit dem Traumausblick des Jahrtausends in den Vinewood Hills. In echt sind das natürlich die Hollywood Hills und ich fahre da jedes Mal online an dieser Putze vorbei und ich wünsche mir, oh, wäre das nicht geil, wenn ich da leben könnte, das wäre übelst Töfte. Mann, das wünsche ich mir echt so dermaßen oder auch, falls man nicht so viel Geld hat. Es gibt natürlich jetzt schon die Apartments, den Eclipse Tower, der ist für die Creme de la Creme in GTA Online, kann man so schön sagen. Und dann gibt es natürlich auch die etwas billigeren Apartments für die etwas ärmeren in der Bevölkerung, wie es natürlich auch in echt der Fall ist. So ist es natürlich auch in GTA. Es gibt nicht nur Reiche, obwohl glitschen da nicht alle. Komm, ist egal. Jedenfalls würde ich es echt richtig geil finden, wenn man sich sowohl kleinere Häuser als auch größere Häuser, sprich Villen, einfach kaufen könnte. Wie geil wäre das denn? Die müssen dann aber natürlich auch innen drin unterschiedlich eingerichtet sein mit Fliesen und nicht immer ein das gleiche Parkett und so. Und die gleichen Sofas, die gleichen Fernseher in jedem Apartment, gleich in den verschiedensten Preisklassen. Das ist echt unnormal, finde ich echt ein bisschen langweilig. Da sollte ein verschiedenes Interieur dann in diesen Villen, die man dann beleben kann. Und am besten sollte man dann auch so eine fettere Garage bekommen oder so eine Untergrundgarage, die man selbst aus dem Haus betreten kann. Oh mein Gott. Wie geil das wäre, wenn dann in dem Haus einfach noch mehrere Sachen ergänzt werden würden, wie noch so eine Spielekonsole oder so, damit man im Haus einfach mehr Spaß haben kann. Denn es gibt in den Apartments bis jetzt so viel unnütze Features, wie ich finde, die benutze ich einfach gar nicht, außer sich das ein oder andere Mal ein Tequila gönnen oder was das ist. Das muss natürlich sein, das ist klar. LG Jannemann. Und die andere Sache, die ich natürlich übelst feiern würde, wäre es, wenn man dann unter anderem zum Beispiel jetzt, gehen wir mal davon aus, eine Villa am Meer hätte. Was dann natürlich extrem geil wäre, wenn man dann so einen Bootssteg noch zur Verfügung hätte und dann sein Boot dort speichern könnte. Oh! Wie geil wäre das, wenn man seine Boote irgendwo abspeichern kann, direkt an irgendeinem Legeplatz, bestenfalls natürlich an seinem Apartment. Es gibt nämlich schon das eine oder andere Apartment, vielleicht kennt ihr das, am Burger Shot, direkt am Hafen. Vielleicht kennt ihr den Hafen, da ist der Heliport und dort gibt es mehrere Apartments direkt in der Nähe und eins ist direkt am Hafen. Und das wäre echt extrem cool, wenn man da auch einen Liegeplatz für sein Boot haben könnte. Und dazu verbinde ich jetzt das Yacht-DLC nämlich mit dem Häuser-DLC. Keine Ahnung, ob man es so nennen kann, Rockstar Games. Das geht eh am Ende an euch. Ihr könnt euch natürlich die Namen voll und ganz überlegen. Da möchte ich euch nicht reinfunken. Einfach nur die Ideen. Die will ich sammeln mit meinen Freunden hier draußen. Und ihr werdet ja sehen, ob das gut ankommt, ne? Die Likes sprechen dann, denke ich mal, für sich. Oder vielleicht auch die ein oder anderen Dislikes. Jedenfalls, jetzt gehen wir weiter mit dem Thema. Ich bin zu viel abgeschwenkt. Tut mir leid, Friends. Und zwar wollte ich sagen, dass das Boot-DLC, ja, so Yachten enthalten soll. Wie diese Yacht vielleicht mit
der Mission. Die könnte dann natürlich auch etwas teurer sein. Ich muss sagen, ich wäre da auch wirklich bereit, etwas mehr Geld auszugeben. Aber, naja, da müsst ihr die Jobauszahlung auch höher machen, Freunde Rockstar. Also, ein bisschen höher können wir da machen, oder? Für die anderen Männer. Geben wir mal kleinen Rabatt, einen kleinen Bonus. Wäre auf alle Fälle eine töfte Aktion. Und dann würde ich sagen, gibt es dann halt die größeren Yachten und natürlich auch die kleineren wieder mal, für die, die nicht ganz so viel Geld haben, aber innen drin so eingerichtet wie in dieser einen Heist-Mission, diese Yacht, diese fette, das wäre echt unnormal geil, neue Segelboote, neue Motorboote, wäre einfach eine dufte Aktion, wenn wir somit dann neue Boote bekommen könnten, die man dann gleich direkt mit dem Häuser-DLC irgendwie verknüpfen könnte. Das wäre jetzt erstmal eine Sache, die etwas mehr Vielfalt, etwas mehr Abwechslung noch ins Spiel bringen soll, vom Wohnsitz aus und von den Fahrzeugen, die das Meer besiedeln. Das ist meine Erweiterung erstmal, aber ich habe ja gesagt am Anfang, es gibt mehrere Folgen. Ich sammle die so langsam. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, Freunde. Natürlich, schreibt es in die Kommentare, wertet es gegenseitig hoch. Vielleicht habt ihr Glück und seid dann im nächsten Video. Wer natürlich Töfte. Wer Töfte. Das neue Kultwort Töfte bringen wir jetzt in die Twitter-Charts, würde ich sagen, obwohl ich keinen Twitter habe. Und dann würde ich sagen, seht ihr uns im nächsten Video. Unbedingt abonnieren, Freunde, falls ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr von den anderen Mann zu verpassen und den anderen Männern. Und dann würde ich sagen, droppt mal jetzt ein Like. Auf 3, 1, 2, 3. Bis dann. Ja, der Ball.